Uwe, du bist der Kapitän. Wer im Team hat sonst noch feste Aufgaben? Wie Ballwart oder Ballwart, Wechselleben, oft mal Mario Steinhauser macht die Getränke, gibt's einen, der Patrick macht die Musik, Mass kauft für uns in der Dusche das Duschgel und. Wer macht die Events, Eventveranstalter? Events. Ali Schmid eigentlich, oder? Keine Events. Ja. Also das eigentlich ist das also, Problem. Ja. Wir haben einen Schweizer, aber Schweizer und Aufgaben. Und, Gut. Was macht Nikola Jakobsen anders als andere Trainer? Erstmal ist er ein sehr junger Trainer, was glaube ich auch schon... Es macht ihn anders? Es macht ihn anders, weil er unglaublich viel Spaß im Training vermitteln kann. Also es gibt Trainer, die kommen ins Training, ziehen ihr Ding durch, oft auch die gleichen Dinge. Und das wird dann irgendwann für den Kopf auch schwierig. Und Nikola hat ein sehr gutes Gespür dafür, wann er der Mannschaft auch ein bisschen Freiraum lassen muss. Auch mal andere Dinge macht als Handball. Dass du auch mal irgendwie zum Bowlen gehst oder auch mal, keine Ahnung, ein bisschen länger Fußball spielst, aber wieder ein bisschen Spaß in die Truppe reinkriegt. Und das ist, glaube ich, seine größte Stärke. Dass er taktisch im Angriff sehr gut war, das war klar, aber ich bin auch überrascht, was er für als Außen für ein Wissen in der Abwehr hat. Und das ist wirklich krass, weil man denkt ja jetzt so, dass ich da sehr viel eingreifen würde, weil ich da jetzt seit 20 Jahren Abwehr spiele und keine Ahnung, aber Nikolai ist vorne wie hinten taktisch richtig gut. Und das können andere Trainer sicherlich auch, aber ihn unterscheidet einfach, dass er noch weiß, wie es ist als Spieler, jeden Morgen aufzustehen, zu trainieren und so. Und ich glaube, da hat er echt ein gutes Feeling, das Training dosiert zu steuern. Wieder Nikola Jakobsen. Nikola Jakobsen wird in Auszeiten auch mal laut. Welcher Spieler bekommt am meisten ab? Weiß ich. Auf Dänisch, der redet nämlich dann Dänisch. Das Problem ist ja auch für den Andi, dass er immer schon viel abbekommt, wenn er zur Bank wechselt. Stimmt, ja. Und auf der Bank sitzt, also in Auszeit. Ja, wenn es nicht läuft, kriegt dann jeder sein Fett ab und ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung, dass Nico da keine Ausnahmen macht, ob das ein junger Spieler ist oder ob das ein erfahrener Spieler ist. Jeder bekommt da ziemlich klar und deutlich gesagt, was er jetzt nicht richtig gemacht hat, aber das ist auch in Ordnung. Und wenn man ihn auch kennt und es einschätzen kann, dann weiß man auch, dass er ein Trainer ist, der das nicht persönlich nimmt und dass es nach dem Spiel dann auch wieder in Ordnung ist und man dann ganz normal sich mit ihm unterhalten kann und das zeichnet ihn besonders aus, meiner Meinung nach. Yep. Was haben wir jetzt für einen Monat? Februar, Januar ist ja immer Zeit fürs Dschungelcamp. Ich habe gehört, in der Geschäftsstelle laufen da die Wetten ab, dass du da mal aufläufst. Also du hast dich ja auch mal, muss man ja sagen, du hast dich auch mal angeboten, so ein Stück weit in den Medien. Deswegen, wie ist da der Stand? Also erstmal habe ich mich nicht angeboten, sondern es kam eine Anfrage über meine offizielle Facebook-Seite, wo ernsthaft ein, ich weiß nicht, was er da genau beim Dschungelcamp macht, mich mal gefragt hat, ob da prinzipiell Interesse besteht. Das war irgendwann nach WM 2007. Einer von euch, Kameramann beim Dschungelcamp? Ja. Auf jeden Fall wurde ich darauf angesprochen, da habe ich mich dazu geäußert, bei RTL irgendwann mal, dass wenn die Anfrage kommt, dann würde ich mir das überlegen. Aber dann würde ich, glaube ich, von heute auf morgen komplett ohne Freundeskreis und ohne Freundin dastehen, weil... Ich glaube, das könnte ich in einer gewissen Person... Für zwei Wochen. Ja, nee, auch länger, glaube ich. Gewissen Person nicht antun, aber wenn die Summe stimmt, ja, wer weiß, vielleicht komme ich ja nochmal ins Grübeln. Wie stehen die Quoten auf der Geschäftsstelle? Das müssen wir jetzt auch noch rausfinden, wer da dafür ist. Krieg ich unbezahlten Urlaub dafür? Okay, ich kriege gerade einen Vogel, also vergesst es. So, Uwe, wer musste bislang am meisten in die Mannschaftskasse zahlen und weswegen? Wir haben ja einen Spieler verloren im letzten Jahr, der war immer weit vorne dabei. Der sitzt nicht weit weg von mir. Aber aktuell ist es schwierig. Ich glaube, Mass war am Anfang sehr weit vorne dabei. Da musste er sich noch so ein bisschen an die Regeln bei uns in der Mannschaft gewöhnen und an seine Aufgaben auch. Wie gesagt, mit Duschgel und Babyöl ist er verantwortlich für die Pflege- und Hygieneprodukte bei uns in der Mannschaft. Da war er sehr weit vorne dabei. Ich habe das Problem, dass ich mit Patrick im Zimmer bin und auch oftmals mit ihm ins Training fahre und dann wird es immer kurz spät vor knapp, bis wir dann da sind. Das heißt, wir das eine oder andere Mal sind wir auch schon mal 2-3 Minuten zu spät gekommen und dann kostet es halt. Ja, deswegen ist das für einen guten Zweck. Genau. Das Geld ist ja nicht weg. So ist es. Du bist mal, ne? Was
ist der wichtigste Ratschlag, den du jungen Spielern mit auf den Weg geben kannst? Ich habe letztens ein Zitat gehört von Mimi Kraus: Mach's so wie ich, dann habt ihr eine Menge Spaß. Könnte ich jetzt auch sagen. Der wichtige, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, einfach zu wissen, was man hier eigentlich macht. Also wir haben einen Beruf, das war irgendwann unser Hobby. Wir haben irgendwie als Kind dafür trainiert und haben immer Spaß gehabt. Und das Hobby zum Beruf zu machen, ist, glaube ich, das Größte, was man erleben kann. Und ich habe irgendwann mal eine Ausbildung gemacht, da bin ich 8 Stunden im Büro gesessen. Das 3 Jahre lang, und dann weiß man, glaube ich, noch mehr zu schätzen, wie das ist, irgendwie Handball zu spielen, dafür ja, in Arenen reinzulaufen, wo sich über 10.000 Leute sitzen. Das ist ja einfach sensationell, und das muss man sich ab und zu mal wieder bewusst machen, was das für einen Stellenwert für einen hat und wie besonders das auch ist. Und dann kann man, glaube ich, auch so eine Vorbereitung oder auch mal Zeiten, wo es ein bisschen härter ist und wo man viel trainiert, glaube ich, viel besser überstehen, weil die Zeit ist kurz, das weiß man erst dann, wenn es vorbei ist, und einfach genießen und alles reinlegen und so lange wie möglich dabei bleiben. Das ist mein Tipp. Und zweites Standbein natürlich. Ja, also erst Schule, Ausbildung und dann Sport. Gerade noch so hinterher geschoben. So, Uwe, in welcher Sportart könntest du Beate Mürhol jederzeit besiegen? Basketball. Basketball, oh ja, stimmt. Da hat er nicht so ein lockeres Handgelenk. Ich glaube, Basketball wäre echt ganz gute Chancen. Ja. Hast du noch eine? Ja, deine schmerzhafte Verletzung, was war die du jemals hattest in deiner 28-jährigen Profikarriere? 28. Die schmerzhafte Verletzung war ein ausgekugelter Ellbogen, in dem Moment, als es passiert ist. Das war ziemlich komisch, weil dann baumelt dann der Unterarm irgendwie so rum, und das ist ziemlich unangenehm. Ansonsten muss ich sagen, nach der Operation ist das Schlimmste, was einem passieren kann, eine gebrochene Nase, weil die tut im ersten Moment nicht so wirklich weh, aber wenn man sie dann operieren lässt und liegt dann irgendwie 3 Tage im Krankenhaus und die stecken dir so 10 Meter Tamponade in die Nase rein, dass du denkst, der platzt der Schädel, das ist ziemlich unangenehm. Und das wünsche ich auch keinem. Also egal, wie krumm eure Nase ist, dann lasst die so, wie sie ist. Weil Nasen-OP ist kein Spaß. Ja. So viel Tamponage hattest du? Das war bis hier oben. Ich wusste gar nicht, dass ich so Platz in meinem Hirn noch habe. Weil ich bin ja, da ist ja eigentlich alles ziemlich eng strukturiert da oben. So, meine Fragen sind durch. Dann würde ich jetzt abmoderieren. Tu es. Tu es, tu es. Muss ich das jetzt ablesen? Das ist natürlich... So... Das war es von uns und dem Löwen-Doppelpass. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis bald, so steht es hier drauf. Aber er hat echt Spaß gemacht. Uwe, ich hoffe, dir auch. Riesig, schöne Einblicke von dir auch, ja, in deine lange Karriere. Und ganz neue Erkenntnisse, die hier rausgekommen sind. Die Fragen waren natürlich auch Wahnsinn. Ja. Aber nee, hat Spaß gemacht. Und ja, ihr seid jetzt hoffentlich ein bisschen schlauer. Euch auch. Wir sehen uns. Tschüss.